Die dortige Pjäse, was hat geschrieben Szymanski, kommt vor in Lied Jahr 1905. Und bald werden wir sehen, die Rolle und die Akteure, was nehmen Anteil in unser Lewig Zoom-Theater. Bitte ich jetzt bei Shira, soll bringen die Regime und Miremon. Reb Moshe Itzemeier Peri, Chaim Pesach Alardis, Gittel Pnina Fellmann, Dvoire Frida Golan, Gnendel Ellen Muraskin, Jossel Pesach Oslon, Ajandarska Daniel Galay, Jandar Josef Wildmann, Produzenten Ellen Muraskin und Daniel Galay. Englische Übersetzung, was wir jetzt nicht sehen, oben zugerät Ellen Muraskin mit der Lied von Chaim Pesach Alardis. Der Poster hat zugerät Oran Chalfon. Eine Sekunde. In einer jüdischen Stadt in Lite, Jahr 1905, bei Reb Moshe in Stub, ein jüdisch bezierter Saal, rechts ein Tier in Chaimsheder, inmitten ein Tier zu der Kirche in Gas. Beim Tisch sitzen Reb Moshe und Dvoire und trinken Tee von Achliak. Reb Moshe. Wer hat mit dem zugenommen? Morgen wird werden 2 Wochen. Wollst nur sehen, was es hat sich abgetan. Gekommen in mitten Nacht, aufgeweckt die ganze Stube und haben ungeheuer suchen. 4 Schau auf dem Säger haben sie gesucht. Übergekehrt die Stube kapoil. Wo haben sie nicht gesucht? In Keller, auf dem Boden, in Käumen, in die Betten. In Wiegele bei Jachnes Mädel. Umetum. Haben Sie etwas gefunden? Gut, weißt du? Also weiß ich. Sie haben zugenommen, alles, was sie haben gefunden in Stub. Alle seine Bücher, alle seine Papieren, haben nach viel zugenommen, mein Korb und Minche. Hast du etwas geprüft, Tom? Bist du irgendwas gewesen? Wo will ich sein? Was kann ich tun? Mein Nochem ist herumgegangen. Er hat bekannte Prizim, weiß ich. Sie haben ihm gesagt, es ist nicht so, was zu schrecken sich. Also man wird ihn bald herauslösen. Und in Stott sagt man, also man wird ihn verschicken in Sibir. Wie viel ich habe sich bei ihm gebeten? Salmenke, mein Sohn, hab Rachmones. Fühl dich nicht darum mit der Hevre. Mir sich nicht in die Sachen. Das wird dir zu gut nicht bringen. Is hört mich die Wand? Also hat er mich gehört. Genendel geht da rein, alter Achliak,
stellt ihm ein Weg auf den Tisch. Lebliche Wasser, säure Tee, schabestige Tee. Geht öfsche etwas nehmen in Meul Dvorinke. A Kichel, a Stickel Zimmesfleisch. Dank dir, Wendele. Ich bin satt. Wenn ich wollt wissen, als ihr wird kommen zuvor, wollt ich machen a süßen Kugel. Ihr gedenkt oft schwo ist dem Kugel, was ich hab gemacht. Warum zu lecken die Finger? Was nicht? Für was hat Gott nicht gemacht, als alle Tag soll sein Schabbes? Wollt man alle Tag gegessen Kugel? Ich will dir sagen, dem Emis. Ich will dir sagen, dem Emis. Afilu Azun. Afilu Akadisch. Nur es verdrießt mir schon a Breckel nicht. Der Hund ist wert dem Stecken. Nur auf mein Hanken nebe ich is a bitterer Zar. Was ist mit ihr? Wie heißt, was ist mit ihr? Ich hab doch dir geschrieben, als ich hab mit ihr getan, aschiedech. Aschiedech, sag ich dir, a Glick. Der Hosen von der schönsten Mischpoche, a Woi Lerner und 600 Rubel Naden. Schabes Nachamu darf sein Hasene. No, ist was? Was soll sein? Itzer hab ich Meure, als sie wollen abschicken die Neuen. A Kleinigkeit, als sie wollen sich der Wissen, als man hat zugenommen mein Salmenen. Was? Der Jiches, der Bisoyen. Azun in Ostrog, in Turme. Ich sag dir, ich zitter, als sie wollen abschicken die Neuen. Aha, zitter nicht. Als sie wollen sich viele der Wissen, wenn sie euch die Neuen nicht abschicken. Einige Jahren hat man sich euch zu schrecken vor die Sachen. Die Fiese ist schon jetzt, Baruch Hashem, kein Besäuen nicht. Lendl, die Fiese, dem Kaisers Mäuerl mit die Gelle Wendelech, je wohnen mit die Bixer. Einige Jahre, sage ich dir, ist das schon gar kein Besäuen nicht. Bei uns in Stadt wirst du nicht gefunden, kein einmaler Boss, bei wem ein Emetzer soll nicht sitzen in Fiese. Also, eine Tochter, ja. Schnur, an Eidem. Bei uns in Vitebsk ist euch dieselbe Geplog. Was darfst du mehr? Mit zwei Chadoshim zurück und mit zugenehmen und versetzt. Meinst du wemmen? Rav Shmuel Kesaneinikl, a Kali, a Moit von 19 Jahren. Nun sehst du. Beurele, öfter wird dir überhappen ein Stückel Dare Kischke oder ein Blinzikel. Es ist voran. Dank, Nendl. Ich bin satt. Nendl geht er raus. Dvoire. Was wird sein davon? Was wird sein davon? Ich sag dir, Moishe, nicht anders, als es Meschiach-Zeiten. Nicht anders. Sollst sehen, was bei uns in der Stadt tut sich. Ich sag dir, es rudert sich wie in einem Kessel. Es geht nicht durch eine Woche, es soll nicht sein, etwas am Hume. Wollst nur sehen, man läuft darum über die Gassen mit davon, man singt, man schreit, je wohnen im Laufen doch. Gewalt, Gewalt. Bei uns ist auch dieselbe Gehassene. Man läuft darum über die Gassen, man bildert, man schreit. Berechen sich die Hose, warum laufen im mitten hellen Tag über die Gassen? Und schreien, hoi, heuchen Kohl, also mir will nicht dem Käser. Wo ist das gehört geworden? Der Meier hebt sich, als mein Gitter klär. Meschiach-Zeiten, ich sag dir, Moishe, es ist Meschiach-Zeiten. Unglatt gerät,
Wo, was, wer, wemmen? Was wollen Und Sie alles für mit dem herumläufen? Was wollen Sie mit damit machen? Heute herumläufen über die Gassen, morgen herumläufen über die Gassen. Heute geschlagen mag es welcher, morgen geschlagen, zerhabt, zermähmist, versetzt. Rachmones, sag mir, verteidig mir, was willen Sie? Was willen Sie? Sie wollen eine Kleinigkeit. Sie wollen, es soll nicht sein, kein Reicher und kein Arme. Ot, was Sie wollen. Kein Reicher und kein Arme. Wer will das nicht? Ihr wollt euch wählen, also alle sollen leben wie Menschen. Noch was wollen Sie euch führen? Gittel kommt herein, Oh. sie eilt sich. Gut Schabes, Tate, gut Schabes, Mumimke, Agas, wann seid ihr gekommen? Nächsten zum rechten Lichtbändchen. Nu, was machst du? Gittele, was machen dein Boruch, die Kinderlach? Gesund, danke Gott. Mein Bruder ist nicht in der Heim. Wo ist er? In Basel auf dem Kongress. Wo? In Ausland, wegen Eretz Israel, Zionisten, aus Mistome gehört. Gehört, gehört. Wie denn? Mein Hanke soll gesund sein und mir dem Moich verdult wegen dem, wegen Eretz Israel. Hanke ist euch Zionistin. Bravo. Ich will schreiben mein Bodechum. Der Hosenirer hat ihr ungeschriebener Brief, hat ihr eingeredet, weiß ich, bolbet sie. Jetzt nennt sie etwas aus davon, amin paroiches. Und Eier Salman? Woher geht Wegen der Machen in den Salmenen? Hals? Wegen Salmenen frag nicht. Wegen Was Salmenen sie? frag nicht. Was sie? Was? Man hat ihm zugenommen, einige Zores, gekrochen. Oh, ich will sagen, wie mein Bruder sagt. Sie ist erschreckt. Was? Wenn? Was dürfen sich eben mischen in dem? Mashiach-Zeiten. Eu Feier-Salmenen wollte es doch keinmal nicht geklärt. Ich will sagen, wie mein Bruder sagt, Mistomi hat ihm die Hebre mit Gewalt hereingeschleppt. Erschreck, erschreck. Chaim kommt herein mit der breiten Schmechel. Und was nimmt sich an, ist Schreck? Als du bist nicht kein Schreckebediker, ist dir gut. Geh, tanz mit sie. Ja, mit wemmen? Mit Chevrepots, mit den Demokraten. Tanzen ist tanzen. Ja, für was nicht tanzen? Es ist freilich auf dem Herzen. Lach, lach, was ich da lachen. Ich will sagen, wie mein Boruch sagt, von euch kommen alle Zores. Ich will euch sagen, wie Borch sagt. Von euch kommt all das Guts auf jeden. Äpfel nicht. Und nun weiß mir der Teufels, was ihr hat getan, jeden. Bosartig, genug getan. Und als nicht euer Hebre, wollten jeden schon öfter ausgelöst geworden von Goles. Aber genug wird euch schon sein. Wie wird euch nicht mies? Wie sie kommen sich zu neu, heben sie sich anreißen. Überhaupt. Rebäuche. Ah, ja, ja. Überhaupt Ich sie. bereue sie. Hebt sie André in der Moich, geht unter Chalosches. Und du? Du hältst nicht davon? Ich bin noch Adan Gott bei meinen Sinnen. Sorg nicht, Tate. Zionisten seien nicht kein Meschugoim. Krieger vor dem Demokraten, schönere Menschen. Nicht kein Schuster, so nicht kein Schneider. Nicht ein zerlassener Junge. Ich will zwischen euch machen Abschore. Idu, ihr seid beide Meschuge. Herr Tate, was ich will bei dir fragen?
Sag mir dem MS, wie rechnest du? Seien die Demokraten im Ganzen ungerecht? Sag. Ich will dir sagen, dem MS, Chaim. Ich habe gerechnet, dass du bist Klieger. Das ist eine andere Sache. Aber entfer mir, was ich frage bei dir, hältst du, als sie seien ungerecht? Wer sei? Kann der Zierl dem Gabes des Mädel? Heschel dem Schuster Single oder Menachem dem Kolbenreibers Poel? Und also viele sei, ich frage bei dir, seien sie ungerecht? Wer sagt dir, als sie seien ungerecht? Noch ich will dir sagen, dem MS, als es wollt kommen zu der Sache, zu überbäumen die ganze Welt, wollt ich sich auf die Englisch und Mädels nicht verlassen, bis zum Häufen nicht. Ich wollte sich nicht verlassen, nicht auf sie, nicht auf dir und nicht auf ihr. Und akkurat, dieselbe Wörter pflege ich, sagen meine Salmenen. Ist auch gehört mich die Wand, also hat er mich gehört. Ich darf gehen. Mumme, ich bin hübscher, gehen zu mir. Ich bin da guckt an meine Kinderlech. Komm. Ich will guckt an deine Kinderlech. A guten Schabes. A guten Schabes, a gut Jahr. A guten Schabes, Lashana Habab Yerushalayim. Gitte und Weure gehen weg. Reb Moshe. Nein, mein Sohn, sag was du willst. Nur ich halt nicht von den heutigen Geschäften. Es ist nicht den Menschen, nicht den Führers. Oder molike Jahren, mit 20, 30 Jahren zurück, hat die Dämmeldicke, das einen gewählten Menschen. Das sind ein gewählten nicht den Jüngerlich, das sind ein gewählten Helden, Leben. Du bist noch Dämmeld nicht geboren geworden. Aber ich gedenke gut jene Zeit. Oh, was Dämmelt hat sich abgetan. Ihr mögt mir glauben. Es tut sich ab nicht weniger. Ein bisschen stiller, ja. Aber tiefer. Herr Oldem, was redst du? Abgeglichen am Morschen, Dämmelt. Es nimmt doch ohne Pache, als wenn der Mond sich vor die Dämmelt hätte oder die Welt gezittert, die ganze Welt. Sie seien doch gewählt um mit Tum und kein Schäd, ob sie nicht gekonnt haben. Weil sie es gewählt Milliarden Geld. Sie haben gehabt, sie ihre Generalen, sie ihre Ministeren. Sie haben gehabt, unter der Erde heilen, ganze heilen, zu welcher kein Schäd, ob nicht gekonnt zukommen. Dort. Und dort ist bei sie gewählt ein Beisdin, ein Emesser Gericht. Wie gehörig, mit Advokaten, mit Eides. Und ist nur wo vorgekommen, an Able, ob man gemischt wird und abgemischt wird, ist verfallen. Wenn schon kein Toter nicht helfen, hat schon jener gehabt sein Psaak. Und als er oben Emerson geschickt, wohin es ist, hat schon den Tod, ist man gegangen ohne die Burin. Das verstehe ich. Was darfst du mehr? Jene, als er seine Nafile gesessen in Fisse, hat mir vor sich euch gezittert. Wenn er erzählt, als einer von den größten Generalen oder mal gefolgt sehen, einem von sich, was ist gesessen in Fisse in Keiten, ist er gefahren in Fisse. Und als er ist zugegangen zum Heider, wo jener ist gesessen, ist er geworden bleich wie die Wand. Hat hinter der Tür herabgenommen das Hüttel und ist rein zu jenem auf die Spitzfinger. Ot was das seinen gewählten Faramin Menschen. Kommen sie gleich zu Eintike? Menschen seinen sie gewählten Größe. Du das ist nicht da, was zu reden. Nur von deswegen sag ich dir, als Eintike Schusters und Schneiders seinen starker versehen. Ah, mit dir ist nicht da, was zu reden. Nur ich gehe zu München. Moshe geht raus, Chaim steht eine Weile Vertrag, nimmt raus von Küchen ein Papier, lehnt, verbrennt. Gnendel
kommt er rein mit der Teller in der Hand. Naimke, wo ist der Tate? In Schul. Ach, Urban ist mir. Verstehst du Geschäft? Ich weiß nicht, auf was für ein Teller bei mir seinen gelegen die Blinzig ist. Auf ein Milchchen, sie auf ein Fleischchen. Was soll ich jetzt tun? Schäden wissen mich. Wo ist mein Kopf? Ich hab gewollt beim Taten eine Scheile fragen. Ja, geht. Ich will euch passen. Gut, gut. Rebele meiner. Jene Städtel hat abgebrennt, wo du wirst sein darauf. Wirst passen. Und sag mir, was gehst du nicht in Schul? Was hab ich dort vergessen? Lach, lach, schöne Perre. Wart, als man wird dir auf jener Welt anhotzken, dort mit eisernen Ritter wirst du lachen. Sie stellt auf den Tisch die Teller. Mein Jossele hat euch Feind zu davenen, kann nicht leiden. Seine Twillenkes, seinen Schein bei ihm, bei dem Schimmel. Er war da verschimmelt geworden. wird heim kommen zu euch. Schade im Wesen ihm, der Mamserl. Ich hab ihm gelesen von Warmes, er steckt Gans und Kugel dort, bei seinen Schneidere, als der Markus mit Rakis. Kommt er nicht, der Schägitz. Muss er rumläufen mit Hevre über die Gassen. Mit welcher Hevre? Mit sein Hevre, weißt nicht. Er ist doch ein Massover, Jingle. Soll ich es euch sein Glück? Wer hat euch gesagt? Weiber in Jadke haben mir gesagt. Sag mir, Heimke, ein Massover Jingle kommt gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ich hab bei ihm gefragt, bei dem Schägitzel, sagt er euch als gar nicht. Er sagt, als er mit so einem Jingle tun wir nicht schäppen. Und man schäppet im Tag nicht. Dreimal hat man ihm gehabt und jeden Mal auf morgen rausgelassen. Seht ihr? Ach, heiß auf meinen Mannes. Nu, und du bist nicht kein Massover Jingle? Ich bin ein Massover Jingle. Ach, schaut auf mein Wort, was ich bin älter. Wollt ich sein Jünger, wollt ich euch wären am Sauberwedel, ein Rob von Mark. Ich wollt euch umgehen über der Gas mit der reuten Fendel und singen. Ich hab gesehen jene Woche, wie sie seinen umgegangen, am Michael zu gucken. Ich hab gekeicht von Gelächter. No, und was will ich geben dem Taten Schalaschides? Gut Schabbos dir, Mann. Geht rein freilich. Gut Schabbos dir, Mamenke. Gut Schabbos dir, Kleinele. Gut Schabbos dir, Jossele. Gut Schabbos dir, Schägitzel. Erkränk dir in Käppele. Was bist du so spät gekommen, Miss Schumidl? Ich bin gewinn in Schuhe, Mamenke. Gesagt Thielen, Kleinele. Sogst liegen wir hinterle, Jossele. Hast mir Stamme geräuchert, wo ein Papyrusele, Geile. Ich hab dir gelesen von warmes Kugel und er steht ganz. Gesund sollst du mir sein, a gute Maroche soll ich von dir haben. Und die Blinze soll ich mir. Hab der Blinze und ist. Carnival, Carnival, das ist euch Schalaschides. Greife Blinzes, was dich der Wergen. Nicht Kosche, nicht erwogen sich. Nun, Mamenke, bring zu schleppen das Gänsel. Aher, in Saal? Schneiderutzke, krank bist du gehen in Kirche essen? Was wird sagen, Reb Moshe? Nu geh, stell auf den Tisch, ich will bald kommen. Ist bald kommen? Ich weiß, Gunnevel, willst du derweil mit Ort der schöner Pere a Papyrusele ausreichen? Geschwirren dir in die Seite, Lech. Mein Ton ist räucherin um Schabbos. Jossele weist auf Heimen. Er räuchert. Was guckst du auf ihm? Er ist ein Balabus-Kind und du bist der Schneideretzke. Geht er raus. Heim, man hat den Magen zugenommen. No?
Die Typografie ist ganz. Apunem lechatchile von seinetwegen seinen von Wilme gekommen Spionen haben ihm der Kent und in Mittengas zugenommen. Und Nirl? Die ist ganz, aber man muss schon die Quartier abreinigen. Schäden wissen sie. Sie können der Schmecken von wannen der Langer ist herausgekrochen. Demolz wird auch sein verfallen. Pum. Mir soll benannt, weil uns ein bisschen abreinigen in die Quartier. Bist sicher, als man kann ich ihn gehen? Der Wald kann man gehen, nur man darf sich eilen. Die nötigen Sachen habe ich herausgehabt. Er weist auf ein Paket. Ich will das wegstellen zu Leoniden. Wo legt man die Schrift? Wie ist bei dir? Dachte ich, warum Stuhl fliehen nun die Ruches? Hast du nicht bemerkt? Sie fliehen nun schon ein paar Wochen. Derweil ist noch Gol nicht gewesen. Derweil bis ein ander Quartier wird man Muse herbringen. Gnendel kommt herein. Nu, angeräuchert sich Scheigetzel. Geh essen. Ich will bis zum Mäufen nicht gehen. Bring daher, Maminke, und bring von Sklepp an Ugerig. Ohne an Ugerig will ich nicht essen. Wie er nimmt sich das über, der Schneideritzke? Mischumidl. Nettel geht er raus. Nu, mach nicht kein Schiers. Geh über die Gärtner. Tua Kriljatke, vernimm, was du kannst. Geh früher und seh, sie schleppt sich Emmetzel nicht noch. Ich will in einer Weile herum rausgehen. Heim geht er raus. Es geht er rein, Gnendel, mit der Teller. No. Nu, ot ist der alle Marzipanes. Es. Josse habt vom Teller die Gans und die Ugerke verwickelt in Papier. Ich nehme mit sich, Mamke, einen guten Schabes. Läuft zu der Tier, Gnendel, noch ihm. Wohin läufst du, Ganovel? In Schul, zu Minche. Wart, steh, mein Schummel. Mein Ton ist trocken Schabes. Steh, Jossele. Ich will dir geben ein Stück Kugel, geschwirren dir in die Seitelech. Sie läuft da raus. Es kommt da rein, Reb Moishe und Gittel. Reb Moishe. Sollst wissen, meine Tochter, einsach. Kosman, es ist nicht stock in Heim, darf sein der Gole sein Heim. Nein, Tate, ich will sagen, wie Borch sagt. Ein Heim ist nicht Dorf, wo man mit treibt und wo man noch dich fein wie ein Spinn. Ein Heim ist dort, von wann man stammt. Und dahin lässt man dich. Von dort treibt man dich nicht. Herr, meine Tochter, ich bin ein alter Jid. Ich habe ein bisschen mehr von dir gesehen in der Welt. Mein Dehe ist so. Als ein Bäum wächst auf einem sandigen Ort und man will ihn übersetzen auf einen besseren Ort, darf man früher finden das bessere Ort und nicht einen sich ausreißenden Bäum von dem sandigen Ort. Verstehst du, Moschel? Nicht gut jeden von Rassei. Nur von deswegen lebt man um den Hofstoff Bessers. Wir leben nicht und wir hoffen nicht. Ich will sagen, wie Borech sagt. Man lebt und Kosman, es ist nicht auch kein anderer Ort, muss man leben. Der Keuch von Jeden ist ständig gewesen in dem, wo sie haben gekonnt leben um es tun. Und dein Borech hat dich 80 gelernt, loschen nach Keudisch. Na, gib ein Kuck. Er nimmt von dieser Sefer, öffnet und findet ein Blatt. Seh, lehen. Weichi Yankev Beretz Mitzrayim. Was ist der Teitsch davon? Der Teitsch, Weichi, hat gelebt Yankev in Mitzrayim.
Verstehst den Pschat? Hat gelebt Janke wie Mitzrayim. In Mitzrayim ungelebt. Heint Israsei darf man a Wade können leben. Es geht rein heim mit a Paket unter der Pole. Reb Moshe. Ot is heim. Heim. Wie ist der Teil von Vayichi Janke beretz Mitzrayim? Anu, sag. Vayichi Janke beretz Mitzrayim. Ist Janke ausgerissen geworden in Mitzrayim. Ha, 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 gut. Gesund sollst du sein, Heimke. Aus Kämol hat das sicher nicht gesagt. Glenn läuft da rein, erschrocken. Gewalt! Gewonnen, Gendarmen! Ich will nicht aushalten. Es geht da rein, der Gendarmsker mit zwei Gendarmen. Der Gendarmsker. Wer ist doch Heim Ofsche Holzmann? Hier? Ihr. Leute, der Vorschritt von Ochraner Autoritäten arrestiere ich euch. In was besteht man Sinn? Das wird man euch schon nach dem sagen. Wo ist euer Zimmer? Der Biker. Rebäunische Leule, was ist das? Heim? Du? Bei dir? Ich hab gesagt. Tate, sehr ruhig, sehr ruhig. Sagt an euer Bacher genendlin, als me sucht bei mir. Ich bete euch nicht zu reden, euphilisch. Ich beruhig ihm. Er kann beruhigen auf Russisch euch. Nun, auf Russisch gerade. Nein. Vater, seid ruhig, ich bete euch. Genendl, sagt euer Bacher, als me sucht bei mir. Weiter. Ich schicke weg die Kirchen, sie versteht nicht auf Russisch. Legt er weg unbemerkt ein Paket mit Schrift auf den Tisch. Ob ihr wollt suchen, kommt zu mir ins Zimmer und lasst zu Ruhe dem Vater. Ah, Paket. Als Norwas hat er auf weggelegt auf den Tisch. Sind das genommen dem Paket? Was ist das? Geht Heim, guck. Kriegt ihm gleich im Pony mal rein. Geht du guck, wird er wissen. Ich, gut, das ist eine Schrift, aha. A Pony, da ist bei euch die Typografie. Sucht? Wir werden schon suchen. Kommt, ich bete euch noch mehr. Er geht weg ins zweite Zimmer mit einem Gendar. Wenden die Gesicht zum zweiten Gendar reinlosen, wenn es wird nur kommen. Reuslosen, keiner nicht. Der Moshe steht etliche Sekunden wie zedult mit einem halb offenen Maul und guckt auf ein Zimmer, wohin man hat abgeführt heimen. Gittel guckt in die Fenster. Gnendel geht still auf die Spitzfinger zu Reb Moshe. Gnendel. Reb Moshe. Ah, was? Ihr wisst, was man darf sagen. Ah, wemmen, was? Man darf sagen, als er ist ein Masover. Sagt es dem Poritz. Er hört ein Masover. Was Masover? Wen Masover? Was willst du? Sagt dem Poritz, als Chaim ist ein Masover. Wird man immer rauslassen. Ich weiß. Los zur Ruhe, geh in Kirch. Es geht rein in Jossel. Guckt sich herum. Jossele, man sucht. Aha. Jossele will gehen zurück, aber der Sandar verstellt ihm den Weg. Jossele warf sich der Mutter auf den Hals mit Gewehen. Mamke, ich hab Meure. Er beeilt geschwind ihr unteren fertigen Paket. Deal. Halt. Behalt, schweig. Erkränkt dir in Keppel. Gnendel als Zoom bemerkt dem Paket. Der Gendarmske geht rein, wendet sich zu Reb Moshe. Ihr seid Moshe Holzmann? Ich. Und wer seien die? Ich bin seine Tochter. Und wer seien die?
unser Kächin und ihr Sohn. Ich guck sich stark zu Jocelyn. Dich ob ich dich schon gesehen. Was da wird er? Ich verstehe nicht. Er versteht nicht kein Russisch. Gut, wir werden bald sehen. Er versteht nicht. Sie versteht er, ja, sie versteht er nicht. Er versteht nicht zu viel. Gendar, warum suchen ihn? Der Gendar sucht darum und schleppt er uns vom Küchen ein Paket. Hat, da ist ein Paket. Der Gendar ist gewickelt voneinander. Was ist das? Ganz ein Nugerke. Scheute! Geht der Wurf zum Gendar. Führ ihm ab in zweiten Räder und los ihm nicht ab. Der Gendar führt weg Jocelyn zu Gitlen und Gnendel. Ihr könnt gehen. Gitlen und Gnendel gehen. Gnendel steht bei der Tür und redet zu dem Mäuschen. Ihr Herd teinet ein Sach am Sover. Sie geht heraus, der Gendarmske. Ott ist eine jüdische Erziehung. Ihr könnt sich freuen. Ihr habt gesehen, was wir haben gefunden bei euer Sohn. Ihr wisst, was das ist? Das ist Schrift. Schrift, mit welchem Druck die Proklamatien und verschiedene verbotene Bücher gegen den Kaiser allein. Ihr versteht, ihr wisst, alter Mann, mit was das schmeckt? Das schmeckt mit Katorge, mit Verschickung in Sibir. Moishe. Pore Zizl, hat Rachmones, ist nicht schuldig. Nicht schuldig? Wenn wollte nicht gewinnen, schuldig, wollte er anders gerät. Ich habe gemeint, dass bei euch in Stub ist die Typografie. Sie ist doch nicht da. Nicht da, Poritzl, nicht da. Nicht. Doch wo ist sie? Schon ein Jahr Zeit, wie wir suchen sie. Wo ist die Typografie? Euer Sohn weiß. Er hat von dort gebracht die Schrift. Er weiß und will nicht euch sagen. Und ihr sagt noch, er ist nicht schuldig. Ich gehe herum über den Zimmer hört. Ihr wollt raten, wenn euer Sohn? Hat Rachmanes Poritzl. Heult bei ihm, er soll beweisen, wo ist die Typografie, bei wem er hat genommen die Schrift. Ihr seid sein Vater, er sei das Archiv zu tun. Das ist euer Häuf gegen den Kaiser, ihr versteht? Ich verstehe, ja. Setz dich. Ihr alle guckt auf uns wie auf Gaslonim. Wir seien ja nicht kein Gaslonim. Ich habe euch ein Herz. Ihr meint, ich habe nicht kein Rachmonis auf euch. Mir tut weh, das Herz auf euch gucken dich. Ich bin euch eine Tate von Kindern. Hat Rachmonis. Ich bin gerät zu helfen euch. Euer Sohn ist besitzt und keine Sache nicht gewinnt vermischt. Im Zimmer haben wir bei ihm gar nicht gefunden. Nur die Schrift, welche er da erst gebracht, er versteht. Wenn nicht die Schrift, ist gegen ihn keine Sache nicht da. Soll er nur sagen, woher hat genommen die Schrift? Und ich gebe euch Seide mein Ehrenwort. Ich lasse ihn bald ab. Es tut mir allein weh, das Arzt. Für wo soll er leiden, für Fremde sind? Er versteht. Ich verstehe. Du redst sich mit ihm durch. Seid also gut. Red mit ihm wie ein Vater. Gib ihm zu verstehen. Er soll nicht keulen, nicht euch über Wett ihm einreden. Er soll. Ja, bitte sein.
Er soll sich müde sein. Gedenk mein auf Toche. Ich befreie und hege wert. Ob nicht, wird er bekommen Katorge und nicht noch etwas Ärgeres. Nun, ich verlose euch auf euch. Ich lasse euch doch beide allein. Heimen, seid ihr so gut, kommt daher. Heime, kommt, hat euer Vater, ein alter Mann, ein Erschlagener vom Zar, will mit euch sich durchreden. Hört sich noch zu seiner Rede. Ich lasse euch da über. Denn da, geht Achtung auf sie. Reboische sitzt mit einem herumgelassenen Kopf, hebt auf den Kopf und guckt auf Heimen. Ah, Heim, das ist mir dein Matone auf meine ältere Jahren. Gut, was die Mame hat nicht erlebt dazu. Was wird dir der Fahr sein? Sag dem Emes. Man kann nicht wissen. Katorgene Rabotes? Beschmeufen nicht. Das hat er dich angeschrocken. Was denn? Etliche Chedoshim Astrog und nach dem Efscher auf ein Jahr Reuschigen. Herr, hat mir geheißen mit dir reden. Sagt, dass wird dich herauslösen frei, ob du wirst sorgen, bei wem du hast genommen die Äußers. Hat das mir euch gesagt. Nu? Tate. Was? Du verstehst, was will. Will, ich soll werden eine Masse. Du willst haben a Sohn, a Masser. A lange Pause, Reb Moshe sitzt mit einem herumgelassenen Kopf, hebt sich auf, macht ein Porträt wie ein Schicker, geht ein Kuck auf Heimen. Pilchig. Heim, mein Sohn. In unserem Spruche seinen Kämon ist gewenke in Mosri und will nicht sein. Gut, hört sich zu. Der Gendarmsker will, ihr seht, der Gendarmsker will bedanken alle Akteuren und Aktrices, was immer. Also ich schön gespielt und auch dem Teil Neule muss es gekommen. Ich bin sehr zufrieden, was mir oben aufgeführt. Die Pjäse, Ellen Muraskin hat sie vorgelegt. Das befindet sich in einem Buch von Einakters, von dem Musterwerk, von der Riesch Latov, von Schmuel Rosainskin. Und ich will euch sagen, spiel dich die große Pjäse, ob ich getracht, nicht doch ein besseren Neufen zu lernen Geschichte, jüdische Geschichte, wie durchrennen zusammen, Einakter, ja, wir haben da Zionismus, wir haben da Revolution, wir haben Volkismus, wir haben Antisemitismus, alles, was ihr wollt, haben wir zusammen in der Vorlesung, was hat Sachak genommen, Gott, ein bisschen mehr, ich habe sich vorgelegt, aber nein, nein, nicht so viel. Weniger wäre schon Zeit. Ja, fertig. Also so, jetzt bald wollen wir öffnen die Mikrofone, aber früher wollte ich gebeten von den Akteuren, Aktrices, ob ihr hört mich oder ich rede in der, zu der Wand. Ja, wir hören. Ich will nicht wissen, nicht so. Ich verstehe so, ja. Dass er modern bei Chefen ist, aber als er bestätigt mir, ist gut. Ich kenne Europa mit meinen Telefon, ich bin euch dann Darmsker und euch Beheimnisse von den Akteuren, was hat sich beteiligt, will sagen ein Wort, eine Überlebung, als Aderabe, Chaim, unser junger Binyomin, hat das euch schön gespielt
Und er gefällt sich in einer Frühlingszwiebel. Efter sei du der Erste. Der Sohn. Ja. Es ist gewesen so schön, vorzulehnen in ein Stückel anzugehen. Und ja, es ist so interessant, wie er schreibt, es sei der Ältere durch, sei der Jünger, seinen stark verkocht in Revolution. Es ist nur, als die Ältere sorgen sich, ja, wegen in jenem von Sekonis Nefesh und so, aber sie alle sind so revolutionärisch in Herzen. Es ist gewesen äußerst gewöhnlich, schön, und ich gucke raus zu weiter dicke Vorstellungen. Danke dir, Chaim. Ich darf weg jetzt, aber Schkoyach. Bravo. Und jetzt dem Vater, was dem Sohn ja und dem Vater nicht. Ich mehr. So gäbe es. Ja, für mich ist das gewesen die erste Erfahrung, zu lernen eine ganze Rolle in einer Pjäse. Das habe ich keinmal nicht getan. Und wir haben gehabt noch eine Probe. Wir haben nicht gehabt keine Zeit, sich zuzugreifen. Und wie ihr seht, habe ich euch nicht gehabt keine Zeit, zuzugreifen, etwas Kleider, was sollen sein, passig zu der Rolle. Aber es ist gewesen sehr interessante Erfahrung. Und ich kicke euch auf weitere Spielen in Gänsefüßler. Danke dir. Rolle sind Pieces. Danke dir. Noch einmal von der Truppe. Ich will auch sagen, mein Hauptziel ist nicht, dass ich spiele, nur lehnen klar. Und ich bemerke nur ein bisschen Intonation. Und verständlich bringen etwas, was ist ein bisschen unbekannt. Sei eine alte Piece und sei neue Pieces. Efter Dvoire will sagen etwas. Oder Gnendel, euer Mikrofon sehe ich schon offen. Gnendel, sag ein Wort. Es ist gewesen eine Frage, irgend zu spielen eine Rolle, was ist ein bisschen komisch. Und man hat gesehen, als Sarkasm ist nicht etwas neu bei uns, die Jiden. und ich habe sehr Hanoi gehabt von allen die Lehrer, speziell Reb Moshe, du bist geboren geworden zu der Rolle. Hast du gearbeitet in einer Arbeit, was requires, was fordert public speaking? Nein, aber ich bin noch jung. Ich kann noch Gut. Danke dir. Ich will auch sagen, das ist das erste Mal durch die Initiative von Ele Muraskin, was man hat übergesetzt, sie mit der Hilfe von Chaim Pesach, man hat übergesetzt den ganzen Einakter auf Englisch. Efter in der Zukunft seine bessere Technik, was man kann weisen, sei ein Text dem zweiten. Jedenfalls, ob Emitzer mit Wellen bekommen, dem Text auf Englisch, jetzt oder in der Zukunft, können wir es zustellen. Und ich bin Maske mit dem, was ihr dort gerät, ihr versteht, ein größer Mechaber, ein größer Dramaturg, kann beschreiben, stilistische Strömen in ihrem Leben. Sei Zionismus, wir haben da Sympathie zu Zionismus und wir haben auch Sympathie zu der revolutionären, völkischen Bewegung. Und viele, der Sandarsker, in einem gewissen Moment, weiß der Reus, also er ist euch ein Vater, er hat euch Kinder. Gut, ich weiß nicht, wer es will, etwas sagen, kann euch eben die Hand. Daniel, ich will euch danken, Pnina. Pnina, gut, Pnina. Ja, ich will euch danken für die Gelegenheit. Ich habe gespielt im Theater, ist gewesen wenn ich bin ein Kind in der Schule. Und das ist gewesen eine gute Erfahrung, wie ihr sagt. Und danke dir. Sonst gehen weiter mit deinen Projekten. Ja, wir will wachsen, bin ich euch sehr zufrieden. Als Asia Eisenkot, was führt sehr eine verzweigte Tätigkeit mit Menschen, welche sind, um eine größere Nähe
von den Zusammentreffungen. Also, Efscher, willst du sagen ein Wort? Das ja. Ich will, du sollst. Du kennst nicht Stefan in dein Mikrofon. Shira, tiftachi et kol ha-mikrofonim. Shira, sie wird bald öffnen. Guterweile soll Reb Moshe sagen etwas. Nun, ja. Asya, jetzt. Ja, ich will euch bedanken. Sie gewinnen sehr schön. Sehr, sehr verhappendig. Zu hören die richtige Sprache. Sie ist sehr wunderlich zu hören und ihr hat gelernt sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Ich habe aber eine Frage. Ihr hat übergehebt die russische Wendungen. Wasche Blagorodie, Your Majesty. Ja, was hat ihr das getan? Das schafft eine Atmosphäre von der Motorität. Ja. Zu dein Glück, du kennst Russisch, ja. Und ich bin dich bekannt. Aber das Sache von uns kennen nicht kein Russisch. Und wir wollen nicht, dass sie sollen plus und viel sehr nebendig verleuern, also ob man etwas nicht verstanden. Der lieber ob mir es übergesetzt. Verständlich im Tag, wenn wir ein Reustritt von einer vollgepackten russisch redenden Eule, wollen wir das Reusen auf Russisch. Aber ich will sagen, kleine Änderungen muss man machen, weil sie durch die Bühne-Instruktion, wir haben ein bisschen Erfahrung, wir sollen zugreifen, die Piese verneuern. Salomon, will er sagen, von Paris oder von Israel? Ihr könnt öffnen euer Mikrofon. Salomon, will er sagen? Ich weiß nicht, ob ihr könnt öffnen, ihr könnt öffnen, ihr prüft öffnen.